Hallo ihr Lieben, erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön für eure positive Resonanz. Ich freue mich immer über jedes einzelne Wort. Ihr berührt mich wirklich sehr. Was machen wir heute? Wir legen Karten. Ha, ha, ha. Nein, jetzt ohne Witz. Wir haben Vollmond. Vollmond im Löwen, okay? Der Vollmond allgemein ist ja immer so eine stark magische Zeit, gewisse Zyklen zu beenden, gewisse Dinge abzuschließen, alte Sachen loszulassen, ja, in eine neue Richtung zu gehen, eventuell gewisse Ideen und Kreationen umzusetzen. Ja, der Löwe. Der Löwe, die Stärke, ein mächtiges Tier, Feuerenergie, ja, hier ist Kraft, hier ist Leidenschaft, hier ist Antrieb. Der Löwe kann auch mal ganz still sein, okay, legt sich irgendwo in die Wiese, aber im passenden Augenblick greift er an. Und der Löwe guckt, okay, der Löwe schaut sich alles an, schaut sich seine Umgebung an, checkt alles ab, ist aber irgendwo immer auf der Hut. Und wenn es sein muss, dann wird dieses friedliche Kätzchen eine ganz, ganz wilde Bestie. Ihr Lieben, ich möchte heute dieses Orakel auf zwei Orakel aufteilen. Und zwar schauen wir einmal auf die allgemeine Situation oder machen eine allgemeine Legung. Und das zweite Video ist dann quasi für die Liebe ausgelegt. Dann viel Spaß beim Zusehen. Willkommen zum Liebesorakel in der Vollmondenergie des Löwen. Welche Energien umschwirren uns? Ich bin jetzt total gespannt, weil der Mond steht ja auch dafür, also für das Unbewusste, ja, für die Dinge, für die Themen, von denen wir bewusst noch nichts wissen, die wir aber erspüren können. Wenn wir hinsehen. Dicker packen, aber den nehmen wir. Mein Schatz ist am Start, ja. Der Teufel. Die Third Party. Nostalgie. Bedauern. Hier geht es um Abhängigkeiten, um die eigenen Ketten, um die eigenen Fesseln in Bezug auf das Denken oder auf die Meinung über sich selbst. Das ist mega interessant. Hier scheint es mir, als hättest du von dir selbst eine komplett falsche Meinung, okay? Also was jetzt gewisse Themen betrifft, natürlich nicht komplett jetzt pauschal gesagt. Hier ist eventuell was in der Vergangenheit passiert, wo jetzt Erinnerungen wieder hochkommen, ja? Und du, da ist irgendwas, das du bereust, okay? Oder vielleicht sind hier Gedanken im Spiel, Mensch, hätte ich doch nur das und das gesagt oder hätte ich mich doch nur so und so verhalten. Ich meine, wir wissen, es hat alles seinen Sinn und Zweck, okay? Es hat schon seinen Grund, warum du vielleicht damals das gesagt hast oder das getan hast oder eben auch nicht. Und hier haben wir schon die Erkenntnisse, die du hier erlangst, dieses Aufwachen, dieses Erblühen. Total schön auch unter dieser Teufelskarte, ja. Die Teufelskarte, das ist ja dieses Angebundene, diese Abhängigkeit, dieses eigene Gefängnis, in das man sich steckt, okay? Und hier mit dieser aufgehenden Sonne drunter, ja, also du selbst bist die Sonne. Hier geht es darum, die Flügel auszubreiten. Hier geht es darum, selbst in die Handlung zu gehen, sich selbst zu befreien. Ja? Befreien hier auch von alten Gedankenkonstrukten, alte Konzepte,
alte Strategien fallen lassen. Das zieht mich gerade so magisch an. Auf dieser Karte ist ja diese Hand zu sehen. Das sind die alten Erinnerungen, okay? Oder Personen aus der Vergangenheit, die eventuell aktuell wieder zurück in dein Leben kommen. Diese Hand, die hier zu sehen ist, hält ja eine Kette fest mit einem Herz dran. Was hier auch wiederum zeigt, diese Teufelskraft, eben diese Abhängigkeit, okay, diese eigenen Fesseln. Und es ist, einerseits ist es ja eine schöne Karte, ja, weil es sind so Erinnerungen, man hat ja nicht nur schlechte Erinnerungen, okay, es gibt ja, man hat ja auch schöne Erinnerungen. Aber das Erschreckende an dieser Karte jetzt in dem Zusammenhang ist, dieses krampfhafte Festhalten, ja. Guck dir mal diese Faust an. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, ich halte jetzt an was Tollem fest, ja, oder beziehungsweise ich halte etwas, sondern nein, das ist ein ganz krampfhaftes Festhalten von etwas. Kann auch sein, dass es sich hier um das Festhalten von alten, schmerzhaften Erinnerungen handelt, ja. Vielleicht kann sein, muss aber nicht. Vielleicht ist hier eine Dreierkonstellation auch ein Thema, ja, wo man hier eventuell noch festhalten möchte oder wo man hier noch krampfhaft festhält. Und gleichzeitig auch wieder dieses Bedauern, ob man hier nicht vielleicht doch den ganzen Lauf in eine andere Richtung hätte lenken können. Aber nein, muss ich gleich mal rausnehmen, nein. Wie gesagt, es gab einen Grund, warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, okay? Und hier kommst du jetzt eben auf eine ganz andere Ebene. Hier ist die Möglichkeit, weiterzugehen. Hier ist die Chance, aufzusteigen, ja, eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Hier in die Gemeinschaft sich wieder einzufügen. In die Gemeinschaft einfügen. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn du jetzt sagst, so, hä, ich war doch gar nicht aus der Gemeinschaft draußen oder so. Ja, wenn man hier aber mit gewissen Themen arbeitet oder beziehungsweise in gewissen Themen verhaftet ist, die noch nicht geheilt wurden, dann ist man in der Hinsicht irgendwo immer außen vor. Und hier kann das jetzt mit dieser Vollmondenergie im Löwen aufgelöst werden. New Direction. Hammermäßig. Der Vollmond, der bringt hier wirklich neue Lösungsmöglichkeiten und die Erkenntnis, dass man hier vielleicht auch auf dem falschen Weg war. Ja? Hier kommen Gedanken vielleicht hoch, Gefühle, wo man sich einfach nicht mehr wohlfühlt in der aktuellen Lebenssituation, in der aktuellen Partnerschaft oder. Ja? Wo man einfach hier ins Umdenken kommt, jetzt in dieser Mondenergie, dass man sagt, Mensch, was ist das hier eigentlich? Dieses Nachhaken, das hinter die Fassade gucken, hinter die Mauern, ja? Wow. Und das göttlich-weibliche Prinzip, die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit zur Hingabe, ja, dieses Wissen um das Große und Ganze, dass es sich nicht immer nur, dass man seinen Blickwinkel wieder erweitern darf, ja, dass diese verbissenen Blicke auf gewisse Dinge, auf gewisse Menschen oder Situationen nicht das Große und Ganze darstellen. Hier diese göttlich-weibliche Kraft, das ist ein Urinstinkt, das ist das Wissen um dieses All-Eins-Sein, okay, mit allem, was ist. Man ist mittendrin statt nur dabei, wenn man es so nennen möchte. Es ist das Annehmen, es ist die Hingabe, das Empfangen.
Es ist, wenn man sich hier vorstellt, dieses Bedauern, ja, dieses Bedauern, das ist das Eingeschränkte, okay, das ist dieses in sich gekehrte, wo man sich denkt, oh Gott, was habe ich nur getan, was ist nur passiert, ja, das ist, als würde die Welt gerade nur aus dir selbst bestehen. Du gefangen in deinem Thema oder in dieser einen Situation. Und dann kommt das hier, ja, dieses Offene, dieses Weite, diese allumfassende Liebe. Das ist, diese Karte ist, es ist so eine starke, eine göttliche Energie, das ist brutal. Und ja, auch die Herren, die mir zusehen, haben natürlich diese Seite, okay? Auch, ich meine, wir sind duale Wesen, ja? Wir haben eine weibliche Seite und wir haben eine männliche Seite. Und es ist egal, ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist, jeder Mensch hat diese zwei Seiten, okay? Jedes Wesen. Und hier sind die Anteile einfach, die eventuell hier durch den Vollmond im Löwen sich wieder zeigen oder wieder mehr Beachtung wünschen. Geil. Wir haben hier das Commitment und wir haben hier das Feststecken. Das Feststecken und Verbesen. Nein, man willigt hier ein, dass alles, wie es ist, in Ordnung ist. Und dass ein Feststecken, ein eventuelles, in einer Situation, man ist ja vielleicht öfter mal im Leben in einer Sackgasse, ja, wo man steht und sich denkt, so scheiße, was mache ich jetzt? Es geht nicht vor, es geht nicht zurück. Natürlich geht es, aber in dem Moment denkt man, es geht nicht, okay? Und es ist hier kommt die Akzeptanz rein, dass man sagt, okay, gut, ich stecke jetzt hier fest, ist okay. Manche Dinge muss man auch einfach mal aussitzen, ja? Wenn es jetzt nicht zu lange dauert. Also bitte nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass du hier jahrelang in einer und derselben Situation verweilen musst, weil hier Jasmin auf YouTube gesagt hat, manche Dinge muss man einfach nur aussitzen. Nein, das meine ich nicht. Sondern, ich meine, es ist ja alles, wenn alles im Fluss ist, ist ja alles immer ein Auf und Ab, okay? Es fließt, es läuft, es geht immer voran. Und manchmal ist es aber so, dass man in einer Situation feststeckt, wo man nicht sofort etwas dran ändern kann. Aber man willigt hier ein, dass man eben sagt, okay, ich bin jetzt hier, es ist okay, ich bleibe einen Moment. Hier kommen vielleicht weitere Botschaften von außen noch auf mich zu, die mir helfen, hier aus dieser Situation rauszukommen. Beziehungsweise vielleicht ist diese Stagnation gerade auch Teil meines Wachstumsprozesses. Ja? Es gehört ja alles irgendwo dazu. Nicht nur die schönen Dinge. Ja, die schönen Dinge sind toll, aber die schönen Dinge bringen dich nicht unbedingt weiter. Die sind da, damit du es genießt. Ja? Du hast einen Abschnitt geschafft. Du hast einen Zyklus beendet und kannst jetzt quasi deinen Lohn einholen, okay? Du kannst diese Zeit genießen. Aber wahrer Wachstum, wahre Prozesse finden nun mal in der Dunkelheit statt, ja? In der Dunkelheit und im Schmerz. Ist so. Auch wenn wir sehr, sehr gerne davor weglaufen und uns davor verschließen, aber letztendlich, das ist das, was uns weiterbringt. Hier Surrender, ja, hier haben wir wieder die Hingabe an das Leben, ja, und die Hingabe auch an die neuen Wege und neuen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Manchmal muss man einfach nur stillstehen und die Augen öffnen und man sieht schon wieder alle neuen Türen vor sich und da kann man sich dann entscheiden, wo gehe ich denn als nächstes durch? Boah, krass. Wir haben angefangen mit dem Teufel, ja, der Teufel, die Abhängigkeit, die eigenen Fesseln. Schaut mal, und hier am Ende des Bildes haben wir
Victim, ja, das Opfer, die Opferhaltung, das Mangelbewusstsein. Hier ist wirklich ganz viel Transformation des Alten und hier ist ganz viel Entscheidungskraft auch, sich aus gewissen Dingen zu befreien, gewisse Dinge hinter sich zu lassen. Und jetzt guck mal, diese Opferhaltung, dieses Mangelbewusstsein liegt hier direkt unter dem göttlich-weiblichen Prinzip. Diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Göttin, okay? Diese Göttin, die weiß, dass nichts und niemand sie festhalten kann, okay? Hier sind ja die Hände gefesselt. Nichts und niemand kann sie festhalten oder sogar einschränken in irgendeiner Art und Weise, okay? Nein, weil diese göttlich-weibliche Kraft gibt sich nur dem Großen und Ganzen hin, dem Leben, dem Universum, okay? Alles, was ist. Und das Große und Ganze würde niemals auf die Idee kommen, dich in irgendeiner Form festhalten oder fesseln zu wollen. Ja, ganz im Gegenteil. Das Universum verteilt gerne mal Arschtritte, damit man endlich mal weitergeht. Ja? Deswegen kannst du hier schauen für dich, wenn du das Angebot annehmen möchtest, der Vollmondenergie, dass du hier wirklich guckst, welche Themen hier in dir noch schlummern, die nicht mehr tragbar sind, die dich nicht weiterbringen, die dich eigentlich noch zurückhalten oder festhalten. Ja? Ihr kennt es, der Löwe, ja, wenn zum Beispiel, wenn die Herde unterwegs ist und da ist irgendwie ein altes Tier dabei oder ein krankes Tier oder so, ja, dann wird nicht lang gefackelt, dann werden diese Teile abgespalten, umgebracht, okay? Im Sinne des Gleichgewichts. Das hört sich jetzt creepy an. Okay, ja, nein, aber es ist so. Das ist die Natur. Das ist, geschieht im Sinne des Gleichgewichts, okay? Und genau so darfst du hier vorgehen, mit gewissen Themen, die in dir noch schlummern, wo du aber genau weißt, da ist nichts mehr. Ja, da habe ich doch in dem anderen Tarot habe ich diese Karte, wie heißt die? Steig ab, wenn das Pferd tot ist. Irgendwie sowas, ja. Und manchmal bleibt man aber hier tatsächlich noch stehen oder sitzen und man merkt, oh Scheiße, hier geht nichts mehr voran, aber dennoch bleibt man noch an Ort und Stelle. Sei der Löwe, nutz die Feuerenergie, nutz den Antrieb für dein Weitergehen. Ja? Hier ist definitiv etwas aus der Vergangenheit, was dich hier noch beschäftigt. Ja? Sei es jetzt Erinnerungen an eine gewisse Situation oder an gewisse Situationen oder handelt es sich hier um eine andere Person, wo... Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du diese Person loslassen sollst, sondern einfach vielleicht die Gedanken oder Gedankenmuster oder Konzepte über diese Person oder über eure Verbindung zueinander. Spür dich bitte rein. Irgendwo macht es da Klick und dann weißt du Bescheid, was hier dein Thema ist. Was fällt hier unter dem Deck? Das ist ja... Ach. Soulmate. Oh Mann, rein theoretisch könnte ich jetzt direkt weitermachen und nochmal tiefer in die Sache reingehen, aber nee, schau mal. Ja. Gut, ich könnte jetzt direkt hier weitermachen. Schau mal, das ist Soulmate. Dein Soulmate, wer auch immer das sein mag, ist aber aktuell noch nicht in der Position, hier sein Leben so fortzuführen, weil dein Soulmate schläft.
Er oder sie schläft noch, ja? Wünsch hat sie eine gute Nacht, soll er oder sie schön träumen, ja, natürlich nur von dir, klar. Und Schnuckiputzi braucht ja noch Zeit, definitiv, ja. Also egal, was hier gerade Sache ist, braucht noch Zeit. Du hingegen, wow, das war jetzt fast ein Zaubertrick, ey. Du hingegen gehst hier in den Neuanfang, okay? Und zwar in den Neuanfang für dich. Meine Güte, immer wird das Bild dunkel, wenn ich die Karte zeige. Neuanfang, genau. Du gehst hier weiter, okay? Weil, ihr Lieben, ihr könnt nicht zurück, ja? Ihr könnt nicht zurück. Wenn ihr unbedingt wollt, was doof wäre, ihr könnt stehen bleiben, aber ihr könnt nicht stehen bleiben und warten, das geht nicht, ja? Weil das Leben möchte euch weiterbringen. Eure Seele hat gewisse Dinge zu erledigen und die möchte sie auch erledigen. Deswegen bleib hier nicht stehen und warte, weil er oder sie wacht dann von alleine auf. Wann das ist, weiß nur das Universum oder die Seele dieses Menschen, ja? Aber sonst, dein Ding ist die Heilung, okay? Da, Metamorphose, Lösungen, Erkenntnisse, Verstehen, Befreiung. Das ist es, ja. Das ist diese Vollmondenergie, die dir hier in den Arsch treten möchte. Wenn du mutig bist und du bist mutig, denn es ist die Löwenenergie, okay? Du hast den Mut und die Stärke, dir auch in den Arsch treten zu lassen und das auch in Dankbarkeit anzunehmen. Danke für den Arschtritt. Wir holen dir noch eine zusätzliche Botschaft ab, was denn hier noch als Hinweis gegeben ist oder als... Okay. Gut. Wir haben Transform the way you see. Oh. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, vielleicht hast du ja ein komplett falsches Denken, was eine gewisse Situation oder Thematik dir gegenüber betrifft, okay? Der Blick auf dich selbst ist getrübt. Und schau mal, jetzt kommt das hier. Transformiere die Art und Weise, wie du dich siehst. Nein, wie du siehst im Allgemeinen, okay? Nicht nur auf dich selbst bezogen, aber natürlich, ja, egal. Transformiere die Art, deine Art zu sehen, okay? Vielleicht, ja, das ist dieser Weitblick, ja? Löse deine Scheuklappen vielleicht etwas auf, okay? Erweitere deinen Blickwinkel. Betrachte wieder das Große und Ganze. Sieh auch die andere Seite, ja, was ich vorhin gesagt habe, hier das göttlich-weibliche Prinzip, die Empathie. Die Münze besteht aus zwei Seiten, ja. Und wenn du in der Lage bist, beide Seiten zu betrachten, dann nimmt es so viel Belastung und so viel Druck von deiner Seele runter, weil du weißt, aha, okay, ja, die Situation ist scheiße. Aber es muss so sein, weil kann sein, dass sich die Erkenntnisse erst viel, viel später daraus erschließen lassen. Ja, aber mein Gott, so ist es eben. Aber hier nochmal der Hinweis für dich: erweitere dein Blickfeld. Ja, nimm das Große und Ganze wahr und geh voran. So. Alles in perfekter Balance. Und das Coole ist ja, das ist die Todeskarte quasi, okay? Todeskarte, ja, bedeutet immer Transformation und steht immer für das Ende einer Sache, das Ende eines Zykluses und den gleichzeitigen Neugeburt. Neubeginn, okay? Also Tod und Wiedergeburt. Natürlich, wenn man in eine neue Richtung gehen möchte, muss erst
eine alte Sache abgeschlossen werden, ja? Wenn du durch eine andere Tür, durch eine neue Tür gehen möchtest, musst du eine alte erstmal schließen, okay? Das ist die Balance, das ist dieser Balanceakt, okay? Wenn du etwas haben möchtest, musst du dafür irgendwo anders auch etwas abgeben, um dieses Gleichgewicht zu erhalten, worüber wir schon gesprochen haben. Also hier kommt etwas definitiv zu Ende. Unter dem Deck haben wir Detox, Cleanse and Restore Yourself. Hier, das ist die Reinigung quasi, deine Reinigung während dieses Todes, ja, während dieses Transformationsprozesses. Denn wenn, es ist ja quasi auch eine Reinigung, wenn gewisse Dinge von dir absterben oder abgelöst werden, ja. Gedankenmuster, Verhaltensmuster, irgendwelche Konzepte oder Strategien oder irgendwelche verschobenen Erinnerungen, falsche Wertvorstellungen und, ja. Wenn du dich hier öffnest, wenn du dich öffnest, wenn du dein Herz aufmachst und sagst, okay, ich gebe mich dem Leben hin, ich gebe mich dem Fluss hin, dann darf alles Alte gehen und alles Neue kommen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und eigentlich so einfach. Wenn nur unser Kopf nicht immer wäre, gell? Ja, zu Veränderung braucht man auch den Mut, ja, den Mut und die Stärke des Löwens, um zu sagen, so, okay, ich wage es, ich gehe den Schritt in die Veränderung, ich nehme das Neue an, nachdem ich das Alte natürlich gehen lassen habe. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.